bin eigentlich noch ganz flexibel. Er geht einfach ganz schnell weg. Das kann ja kein Mensch essen. Tom! Tom! Ich bin schwanger. Mit einem Foodbaby oder was? Siehst du das nicht? Siehst du nicht diesen dicken Bauch? Sieht aus wie immer. Oh, Tom, das ist richtig gemein. Ich habe mir nämlich einen Schwangerschaftsbauch bestellt. Hallo. Der sieht so schlimm aus. Und wer ist der Vater? Amazon? Ja. Schlimm. Ja, auf jeden Fall habe ich heute richtig coole Sachen vor. Und zwar werde ich mich verhalten wie eine Schwangere. Also, wie ich denke, wie sich eine Schwangere verhält, weil ich war ja noch nicht schwanger. Oh nee, dann wirst du bestimmt so zickig sein oder genau. So. Genau. Oh nein. Und dann werde ich noch jemanden pranken, ganz am Ende. Und zwar eine Freundin, die ich richtig lange nicht mehr gesehen habe. Und sie werde ich pranken, dass ich schwanger bin. Mal sehen, was ihre Reaktion dazu sein wird. Weil es wäre echt unrealistisch gewesen, hätte ich dich jetzt geprankt. Weil ganz ehrlich, du siehst mich jeden Tag. Als wenn ich denken würde, dass du schwanger bist. Ja, okay. Dann lass uns erstmal was essen. Damit. Aber warte mal, Muttis machen doch dann auch mal Essen. Nein. Das, natürlich. Wenn man schwanger ist, ja wohl nicht. Ich werde mich hier jetzt hinschillen und du kannst alles machen. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, wie echt sieht das bitte so aus, oder? Von der Seite. Ist halt auch so schlimm. Ich muss Hast du meine Hose an? Ja, ich musste deine Hose anziehen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Die einzige Hose, in die ich reingepackt habe. Und das sieht richtig aus wie so eine Mom-Hose, weißt du? Das ist eine Männerhose, nicht Mom-Hose. Ja. Das ist meine Hose. Aber sowas tragen irgendwie Moms. Die tragen immer solche langen. Okay, das Ding ist, mit Schwarz sieht man gar nicht so krass, dass du schwanger bist, weil Schwarz, da sieht man halt keine Schatten auf dem Oberteil. Schau dir einfach diesen Bauchnabel an. Hallo. Auf jeden Fall ist es mir jetzt schon mega ungemütlich. Echt? Ja, ich finde es jetzt schon richtig anstrengend. Hallo? Ich habe nichts gehört. Hallo, nicht schlagen, spinnst du, das machen keine Schwangeren. Okay, ich werde mich jetzt hier hinsetzen und du bereitest Frühstück vor, ne? Ich muss mich erstmal entspannen mit diesem riesen Bauch. Erstmal hier den Hosenstall aufmachen. Hallo, jetzt reicht's aber. Hier ist auf jeden Fall Lachs von meinen Eltern, weil die sind in Urlaub gefahren. Darf man Lachs essen? Ich glaube nicht. Ey, was? Ich glaube, man darf auf jeden Fall keinen rohen Fisch essen. Du musst auf jeden Fall für zwei Personen essen. Ja, also das kann ich gut. Danke, Tom, dass du den Frühstückstisch gedeckt hast, aber so ist das halt, wenn man eine schwangere Freundin hat. Oh Gott. Überlegt euch das gut, Leute. Ich werde natürlich jetzt als erstes mein Leibgericht, worauf ich jetzt unfassbar Hunger habe, nicht Salami mit Nutella essen. Was? Ja. Kinderwurst mit Nutella, das schmeckt gut. Aber Salami mit Nutella, das essen Schwangere oder was? Ja. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Einfach eine Scheibe Salami darauf Nutella. Hast du das nicht schon mal in irgendeinem Video mal gemacht? Fleischsalat mit Nutella. Ah, Fleischsalat mit Nutella. So. Und da warst du nicht schwanger. Ja, jetzt bin ich auch nicht schwanger und ich muss mir das jetzt hier reinzwängen. Ja, doch, du bist schwanger. Ihr könnt ja mal eure Mutter fragen, was die so in der Schwangerschaft gegessen hat und das in die Kommentare schreiben. Ich muss heute auch noch Gurke mit Nutella essen. Ja, das schmeckt aber. Ich habe natürlich extra nachgeschaut, was Schwangere so essen und das war dabei. Aber das ist auch noch eine vegane Salami. So schlimm ist es safe nicht. Es ist schon merkwürdig. Mmh, lecker, lecker. Mmh. Was? Es ist halt so komisch, weil ich rieche immer die Salami und dann plötzlich schmecke ich Nutella. Furchtbar. Ich glaube, so verhält sich keine Schwangere. Die würde das jetzt verspeisen. Mmh, lecker, lecker. Die hätte das schon längst aufgegessen. Was trinken denn Schwangere? Pussy bestimmt. Auf jeden Fall kein Kaffee. Kaffee ist ja nicht gut. Willst du das bitte auch einmal probieren? Wollen? Nein. Boah. Schlimm, ne? Mhm. Ah, wirklich eklig. Boah, ich mag schon nicht diese vegane Salami. Und dann noch mit Nutella sowas Süßem dabei. Ist echt schrecklich. Und scheinbar muss der Mann dann immer die Reste essen, die ich hier sehe. Oh, ich kann eigentlich echt schon nicht mehr. Aber ich habe noch einen richtig leckeren Nachtisch. Und zwar Wackelpudding. Und das soll man jetzt mit Käse zusammen essen. Was? Boah. Hm, lecker. Wie kommt man darauf? Ja, das frage ich mich auch. Wie kommt man darauf? Ich nehme jetzt hier so ein kleines Stück Käse einfach. Das Ding ist, Schwangere essen wohl immer so herzhaft mit süß zusammen. Essen, kauen, schlucken. Ja, kann ja keiner essen. Schwangere wohl schon. Ja. Wer räumt den ganzen Schlamassel jetzt hier wieder weg? Du. Wieso ich? Weil ich die schwangere Frau bin. Ich habe schon aufgedeckt. Ich muss mich jetzt umziehen, weil ich in den Stall gehen werde. In den Stall kannst du gehen, aber ja. Du kannst nicht abdecken. Ja. Gehst du reiten? Nein. Ja, wieso nicht? Mit so einem dicken Bauch kann man doch nicht reiten. Ich habe schon schwangere Frauen reiten sehen. Ich werde schauen, was ich gleich machen werde. Viel Spaß. Danke. Tom, ich habe mich jetzt umgezogen. Schau mal, das ist die einzige Hose von mir, diese Reithose, die passt.
Aber keine normale Hose hat gepasst, deshalb. Ja. Geil. Sieht so schlimm aus. In dem weißen T-Shirt sieht man den Bauch auch besser, finde ich. Das Ding ist, ich kann doch so nicht in den Stall gehen. Natürlich. Das ist ja sowas von Hella, ich will, dass du die Reaktion der Leute filmst. Ich will sehen, wie die Leute reagieren. Und dass du dich auf Gollum setzt. Ich will doch wissen, wie es ist, als schwangere Frau auf Gollum zu sitzen oder auf dem Pferd zu sitzen. Ja, vielleicht mache ich das. Da steht noch drauf, New Generation. Neue Generation. Ja, perfekt. Tom, ich kann mich nicht nach unten bücken. Natürlich. Deswegen hast du doch schon den Schuh an, Sienna. Ja, aber schau mal, ich krieg die Sohle da nicht raus. Du musst die rausziehen. Ei. Yes. Das ist ja echt schlimm. Bück dich mal, versuch dich mal zu bücken. Ich bin eigentlich noch ganz flexibel. Das ist schwierig. Ja? Ja. Wirklich ohne diesen Bauch, ich komme auf den Boden mit meinen Händen. Ja, mit dem Bauch nicht. Nee, das geht gar nicht. Okay, dann düse ich jetzt mal in den Stall. Ich bin jetzt am Stall angekommen und ich muss sagen, dieser Bauch beeinträchtigt einen so krass. Also man hat gar keine Bewegungsfreiheit mehr im Auto oder so. Man sitzt hier einfach nur so starr und denkt sich so, ich darf mich nicht nach vorne beugen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man wirklich schwanger ist, wenn der Bauch in einem heranwächst, ob man sich dann irgendwie mehr daran gewöhnt, als wenn man so von 0 auf 100 direkt so einen dicken Bauch halt hat. Ich glaube, ich rufe jetzt mal Lulu an, sie soll mal rauskommen und ich bin gespannt auf ihre Reaktion auf die schwangere Hella. Mal sehen. Hi. Hallo, komm mal zu deiner Tür. Hola. Hola. Fällt dir was an mir auf? Was? Sehe ich normal aus? Was ist? Bist du geschockt? Ja. Jetzt kann ich zeigen, oder? Ich bin schwanger. Verarsche mich? Nein. Der Blick, einfach Legende. Hä, wirklich? Sag mir doch mal herzlichen Glückwunsch oder irgendwie sowas. Ich glaub dir das nicht. Wieso nicht? Einfach so ein Fake-Bauch. Wie witzig ist das bitte? Ich bin heute für einen Tag schwanger. Also ich gehe jetzt in den Stall und hoffe einfach, dass mich niemand sieht, weil es so unangenehm ist, weil die Leute wahrscheinlich wirklich denken, ich bin schwanger. Ich fühle mich halt wie so eine Teenie-Mutter, obwohl ich ja eigentlich 20 Jahre alt bin. Also eigentlich bin ich gar keine Teenie-Mutter mehr. Also ich könnte theoretisch jetzt einfach so ein Kind kriegen. Ich glaube, ich mache mir lieber mal die Jacke hier zu, damit das nicht direkt auffällt, dass ich hier so einen dicken Bauch habe. Aber Lulu meinte, ihr ist das gar nicht aufgefallen im ersten Moment. Wie kann das halt sein? Der ist so prägnant. Ich möchte nämlich jetzt eure Reaktion. Tom. Fast so ähnlich. So ähnlich. Weißt alle nebeneinander. Also, jetzt kommt's. Ich hab's sehr gut verheimlicht. Und zwar bin ich schwanger. Nein, ist sie nicht. Hey, herzlichen Glückwunsch. Danke, Lulu. Schon mal die Einzige, die lieb ist. Ja, das stimmt halt. Das ist ein Gummiball. Ah, ja, du hast raus. Hey, was meinst du? Valentino, wir wollen jetzt Kutsche fahren. Schau mal, ich bin schwanger. Er geht einfach weg. Er möchte die ganze Aufmerksamkeit für sich alleine und möchte sie nicht teilen. Aber Valentino, du bist immer noch an erster Stelle. Es wird hier einfach keine Rücksicht auf Schwangere genommen, ob ich schwanger bin oder nicht. Valentino bleibt gleich frech. Valentino übt schon mal fleißig, ihr Kinderpony zu werden. Es klappt sehr gut. Er liebt Kinder. Das ist perfekt. Für mein Kind später. Lulu, was ist das? Was ist das? Oh, das funktioniert. Das sollte so aufstehen, so ganz doll. Das ist doch herrlich. Eine tolle Sonntagsbeschäftigung für eine schwangere Frau. So Kutsche fahren kann man echt auch gut machen. Aber beim Reiten frage ich mich, ob das auch noch klappt. Schwierig. Wir sind jetzt wieder zurück von unserer schönen Kutschrunde, Valentino. Das hast du super gemacht. Und jetzt machen wir ihm schnell alles ab. Und dann, Dankeschön. Schau mal, Valentino. Hallo, du musst vorsichtig sein mit dem Bauch. Gollum. Gollum, schau mal. Du kriegst ein Geschwisterchen. Die Reaktion sieht nicht gerade sehr erfreut aus. Freust du dich? Er geht einfach ganz schnell weg. Meine Pferde lieben mich schwanger. Ich sollte es wirklich überlegen, ob ich ein Kind kriege. Ich glaube, meine Pferde hassen mich dann. Ich habe mich jetzt tatsächlich gegens Reiten entschieden. Ich möchte ja nicht, dass ich runterfalle und dann noch auf mein süßes Baby drauffalle. Das wäre ja nicht so schön. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich so Mutter wäre, ich glaube, ich würde es wirklich vermissen, also wenn ich schwanger wäre, dass ich dann nicht reiten kann. Also das muss ich mir nochmal überlegen, ne? Und vor allen Dingen, wenn das Kind dann da ist, was mache ich dann mit dem Kind? Also da muss mein Mann das wohl dann nehmen. Ja gut, Lulu, dann tschüss, viel Spaß bei deiner Oma. Ich fahre jetzt zu meiner Mama und versuche sie zu pranken. Ich kann ja jetzt deine Reaktion auch aufnehmen, denn
bin schwanger. Als wenn du so schnell so einen Schwangerschaftsbauch bekommen würdest. Auf jeden Fall möchte ich jetzt Mama pranken und das wäre richtig cool, wenn du mitspielen würdest. Das sieht Mama sofort. Ja, aber das wäre witzig, wenn sie das denken will. Boah, Leute, ihr glaubt's mir nicht. Mir ist gerade einfach die Kamera runtergefallen und jetzt seht ihr das. Oh, nee. Die ist jetzt halt so richtig verbogen und die lässt sich jetzt halt nicht mehr einfahren. Hallo Mama, ich drehe einen Vlog. Sag hallo. Hallo. Schau mal, Mama. Ich bin schwanger. Ich konnte es gut verheimlichen, aber jetzt ist halt raus. Du willst dich f***en. Oh. Oh Gott, ich dachte schon gerade. Blödi. Aua, ich werde halt abgeschmissen jetzt. Ich finde das irgendwie so krass, dass du einfach in meinem Alter, so alt wie jetzt bin, warst du ja schwanger. Stimmt. Also, dass du theoretisch eigentlich nicht so reagieren, wie du reagiert hast. Weil sie einfach in dem gleichen Alter wie ich schwanger war. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Es war richtig witzig bei meiner Mutter. Dieser Blick von meiner Mama, es war einfach echt? Das Allerwitzigste. Hat sie es geglaubt? Ja. Im ersten Moment ja. Und war richtig geschockt. Was? Ja. Auf jeden Fall, Tom, was glaubst du denn, was es wird? Mädchen oder Junge? Worüber würdest du dich mehr freuen? Junge. Bei mir ganz klar Mädchen. Damit ich mit dem Mädchen dann zusammen in den Stall gehen kann. Oh nee, ich will Fußball spielen und angeln gehen. Ein Mädchen und ein Junge, das wäre doch was. Zwillinge oder was? Nein, auf gar keinen Fall Zwillinge. Dann kriege ich ja einen Bauch, der ist doppelt so groß. Weißt du eigentlich, wie anstrengend das war heute im Stall? Nee. Ich kann nicht mehr. Also das ich bin ist wirklich ein Plastikbauch, fertig. Heller. Ja, man denkt, das ist ein Plastikbauch, aber nein. Es ist so viel schwerer irgendwie, mit diesem Gewicht rumzulaufen. Ich kann das auch nicht mehr. Du siehst halt so echt aus. Ja, ich bin so froh, wenn ich diesen Bauch heute Abend ausziehen kann. Es geht gar nicht mehr. Aber mal ganz kurz, wie würdest du denn dein Mädel dann nennen? Fanta. Fanta. Aber erstmal möchte ich heiraten übrigens, bevor ich wirklich ein Kind kriege. Heiße ich einfach Hella Stein. Dann müssen wir nochmal ein Video drehen. Wir Hella heiraten. Stein. Ich würde mein Kind dann Cola Stein nennen. Cola, Fanta, kommt hier runter, Essen ist fertig. Wo du gerade Essen sagst, ich habe echt wieder Hunger. Ja, das hat mich auch schon gewundert, dass du noch keinen Heißhunger hast. Ja, ich habe Heißhunger auf Gurken mit Nutella natürlich jetzt. Das will ich auch probieren. Ich glaube, das schmeckt gut. Ja? Ja, ich glaube schon. Du probier weißt, es. Das sind saure Gurken. Lass uns probieren. Ach, saure Gurken? Ja. Ich dachte, normale Gurken. Nein, saure Gurken ja, natürlich. Okay, nee, das ist ekelhaft. Ich habe übrigens meine Mutter gefragt und sie hat einfach nur mega viel gegessen, aber hatte jetzt nicht Lust auf sowas. Es ist schon komisch, aber ich finde es jetzt nicht mega schlecht. Ich will auch probieren. Es schmeckt wirklich nicht so schlecht. Neue Kreation. Es kommt in unser Kochbuch. Ich sag's dir, das gibt von mir eine 9 von 10. Was? Ja. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. So Tom, dann probier mal. Also eine 9 von 10 würde ich auf jeden Fall nicht geben. Vor allen Dingen ist die Gurke so kalt und Nutella ist irgendwie warm. Richtig eklig. Ihh, was kommt denn jetzt? Ich sehe schon. Ist es nicht so Matthias oder so? Ja, es ist Hering mit Marmelade. Hering. Mit Marmelade? Ja. Ohne Brot? Ja, das finde ich auch richtig komisch. Das ist richtig abartig. Also Marmelade oder Erdbeeren stand im Internet. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sowas gerne isst. Vielleicht soll man auch nicht so einen Sahnehering nehmen. Ja, los. Das kann ja lecker werden. Also die Marmelade muss echt nicht sein. So muss ich sagen, geht dieser Hering echt. Ich schaue jetzt nochmal, worauf Schwangere Heißhunger haben. Entwickelst du während der Schwangerschaft Gelüste nach den folgenden Dingen, solltest du dringend einen Arzt aufsuchen. Was? Waschpulver. Waschpulver? Wer ist denn Waschpulver? Das ist ein Scherz. Haare, Kohle, Erde, Lehm. Was? Papier, Holz. Holz? Stell dir mal vor, du wirst dann plötzlich so Holz, so einmal hier so, so einmal in den Tisch reinbeißen. Alter, ich würde so Angst kriegen. Ich wirklich, Alter. Dann ist vielleicht wirklich besser, wenn man einen Arzt aufsucht. Aber das finde ich ja krass, also kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich habe total Lust auf einen Snack jetzt noch. Jetzt kommt's. Also ein Nachtisch nach diesem köstlichen Mittagessen, was mich super gesättigt hat, nicht? Und zwar Duplo, hört sich ja noch lecker an, mit Senf, richtig. Wie kommt man darauf? Keine Ahnung. Wir haben kein Duplo. Wir können Kinder-Country essen. Ja, ist fast das gleiche, oder? Oh Leute, ich mache das wirklich nur auf ein Ding. Hier, eine Delikatesse für dich und eine für mich. Probier du als erstes. Wer isst sowas? Okay, ich möchte es doch nicht probieren. Das Ding ist, ich mag Senf an sich auch nicht so gerne. Und das dann in Kombination mit dieser Schokolade ist wirklich... Boah.
Sorry. Katastrophe. Das gibt von mir wirklich eine 0 von 10. Minus 5 von 10. Ganz schlimm. Jetzt musst du auch noch einmal probieren. Nein. Doch. Und auf einmal nicht dabei atmen. Es ist wirklich immer so was Süßes und dann irgendwie so was Herzhaftes, Salziges. Boah, ist das ekelhaft. Das ist wirklich das Ekligste vom Tag. Jetzt kommen die Chicken Nuggets zum Einsatz oder eher gesagt die veganen. Ich fand diesen Hering jetzt auch nicht besonders doll. Deshalb mache ich mir jetzt Nuggets mit Honig. Nice. Bin gespannt. Wenn ich irgendwann schwanger bin, dann schaue ich mir wahrscheinlich dieses Video an, was ich jetzt aufnehme. Dann werde ich mir halt einfach so denken, ich liebe Senf mit Kinder-Country. Das sieht ja super aus. Ich habe jetzt richtig viel Honig da drauf gemacht. Taste-Test kommt jetzt. Bah. Uah. Das kann ja kein Mensch essen. Nee, das ging gar nicht. Naja, ich werde mich jetzt umziehen, denn gleich in 20 Minuten kommen zwei Freundinnen von mir. Die eine von den beiden habe ich eingeweiht, dass ich heute den ganzen Tag mit diesem schwangeren Bauch bin. Und die andere weiß noch von nichts. Ich habe Carmen jetzt auch schon richtig lange nicht mehr gesehen. Die anderen, die ich heute geprankt habe, die haben mich ja vor kurzem erst gesehen. Also meine Mom vor einer Woche, Lulu eh jeden Tag im Stall. Deshalb war das natürlich jetzt erstmal ein bisschen unrealistisch. Aber ich glaube, mit meiner Freundin Carmen könnte das richtig gut werden. Weil sie wirklich von nichts weiß und wir uns einfach so lange nicht mehr gesehen haben. Und deshalb kann das schon sein, dass sie mir das glaubt. Hier auf die Fensterbank haben wir jetzt erstmal zwei Kameras dekoriert. Einmal, die ich Schrott gemacht habe und einmal eine Kamera, die hier gleich auch filmen wird. Ich habe jetzt auf jeden Fall das perfekte Outfit, dass es nicht auffällig ist sozusagen. Und wenn ich es dann Carmen sagen werde, dann werde ich das Oberteil hochziehen. Und dann habe ich natürlich noch ein Unterhemd drunter, damit man nicht direkt sieht, dass es ein Fake-Bauch ist. Ich freue mich so, das wird so witzig werden. Du weißt schon, Hella, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr, ne? Ja, aber ich meine das ja aus Spaß. Ja. Wer hat noch Lust auf Chips? Wo sind die Chips? Hier, die holst du dann. Okay, die hole ich dann. Chips mit Joghurt. Okay. Das werden wir gleich essen. Lecker. Mal sehen, was die anderen dazu sagen und ob die mich dann schon komisch finden. Hallihallo, ich drehe den Vlog. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay. Kommt rein, das sind meine Gäste. Carmen. Hallo, und geht? Naima. Hallo. Ich habe euch schon Wasser eingefüllt. Oh, setzt euch. Ich habe irgendwie richtig Bock auf Chips mit Joghurt. Ist immer gut, okay. Mögt ihr das? Ja, Mann. Ich kenne das nur von Naima, das haben wir damals in der Grundschule. Naima ist das immer. Ja, bei mir haben sich die Pläne etwas geändert. Du glaubst es halt nicht. Weil ich einfach schwanger geworden bin. Ich weiß nicht, du hast es nicht gesehen, oder? Deshalb trage ich halt auch so ein Oberteil jetzt. Oh mein Gott, du bist schwanger. Ja. Oh, heftig, oder? Wie random ist das denn? Ja, oder? Ja, und ich war dann auch so, ja, wie soll ich das jetzt machen? Aber eigentlich ist es ganz gut vereinbar so. Aber es ist ja herzlichen Glückwunsch. Ja. Seit wann ist das? Ist jetzt ja schon seit 5 Monaten. Das habt ihr doch nicht gesagt, oder? Nein, nein. Alter, was? Zeig doch mal einfach. Ja, steh mal auf! Soll ich dir mal richtig zeigen? Ja, ist das fake gerade, oder? Warte. Oh mein Gott, diese Hose sitzt so eng. Es ist ein Fake! Oh ich wusste das nicht! Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. It's a prank, bro! Naima war noch involviert? Ja, ich wusste auch nicht. Ich wusste nicht. Leute, wie witzig war es? Also, ich hab's nicht geglaubt. Sie ist gar nicht auf ihr Leben klar, Alter. So geschockt, Leute. Ich war so geschockt, ich war so. Was? Aber ich hätte es mir halt vorstellen können, weil irgendwie in deinem Leben passiert immer so viel. Wir bewerten jetzt noch einmal die Chips mit dem Joghurt. Wie viele Sterne würdest du geben? 10 von 10, Leute. Ich esse das auch 10. So. Das war halt nicht das erste Mal. Es ich muss auch sagen, es hat wirklich richtig lecker geschmeckt. Wie ein normaler Dip. So erfrischend und gleichzeitig würzig. Und du? Ich fand es auch mega lecker. Nein, ich habe das auch das erste Mal bei Naima damals in der Schule gegessen. Ich fand es auch irgendwie echt gut. Und jetzt wollen wir nochmal zu Burger King fahren und dann nochmal Pommes mit Eis ausprobieren. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich hätte gerne eine große Pommes. Eine große Pommes. Und dann noch ein Eis mit Schokosoße. Nehme ich auch noch ein Eis mit Schokosoße. Noch einmal. Noch einmal und noch einmal. Dreimal. Drei Eis mit Schoko. Ja, genau. Noch einmal. Das wär's. Mach einmal 9,46 Euro. Okay, danke. Dankeschön. Ciao. Und jetzt, ich als Schwangere, hab natürlich jetzt richtig Lust auf Pommes mit Eis. Und das testen wir jetzt mal. Das ist jetzt unnormal lecker. Ich liebe das.
Ich bestell mir das voll oft einfach so. Ja. Oder? Mega geil. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert. Ja, ich finde das so lecker. Das ist auf jeden Fall eine 11 von 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ich nicht schwanger bin mehr. Ja. Bis dann. Wenn das Kind da ist. Achso, wenn das Kind da ist, genau. Tschüss. Ciao.